Herzlich willkommen zum neuen Video. Jetzt vor Weihnachten bei frühlingshaften Temperaturen von, ich schätze mal, 15 Grad, wollen wir mal die Gelegenheit nutzen und ein bisschen über meine Betriebsweise reden. Da kommen ja doch relativ viele Fragen dazu. In dem Video will ich euch da mal ein bisschen mitnehmen, ein paar Fragen beantworten, ein paar Punkte vielleicht auch erklären. Ja. Insofern bleibt dran, gebt dem lasst ein Daumchen da, wenn es euch gefällt und abonniert natürlich den Kanal wie immer. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß im Video und wir sehen uns gleich. Ja, wie ihr alle wisst, ist ja meine Betriebsweise in der Dand oder in Großwaben. Da will ich jetzt nicht unterscheiden. Zatan, Datan, ich meine, das sind ein paar Zentimeter Unterschied. Das macht das Kraut ja nicht wirklich fett. Und das ist einfach eine Betriebsweise, die hat im Wesentlichen ein paar Vorteile. Der erste Vorteil ist, ich habe einen Brutraum, also kann damit mit ungeteiltem Brutnest arbeiten. Das ist für mich persönlich so das Bienengemäße. Weil eben, wenn ein Schwarm eine Wabe baut, dann baut er die auch in einer länglichen Form einfach so. Ne? Und da ist der nicht geteilt. Das ist für mich mal Punkt 1. Nicht umsonst ist es ja auch so, zum Beispiel, welcher Verein schreibt sich das bienengemäß, wesensgemäß ganz oben auf die Fahne oder ist dafür bekannt. Das ist Demeter. Demeter sagt ungeteilter Brutraum. Das ist so ein Punkt bei mir auch. Das ist meine persönliche Einstellung dazu. Kann jeder eine andere Ansicht haben. Und dann kommt natürlich das Arbeitstechnische. Und da bin ich halt bei Großwaben, gerade bei großen Völkerzahlen, finde ich, habe ich da unheimliche Vorteile. Ich habe weniger Waben, das heißt, ich muss weniger Rähmchen kaufen, ich muss weniger Mittelwände einlöten, ich muss weniger Waben kontrollieren im Schwarmfall oder zur Schwarmvorbeugung oder wenn ich die Königin suche oder was auch immer. Es ist einfach so viel rationeller. Ich muss nicht in eine obere Brutraumzarge von der unteren Brutraumzarge runterheben. Ich hebe meine Honigräume runter, dann bin ich an meiner Brut fertig aus. Da habe ich alles auf einen Blick. Das sind für mich wirklich rationelle Arbeiten. Allein schon die Waben zu ziehen. Ich habe bei der Dant, jetzt bei mir, ich habe links immer Platz hinterm Schied. Das heißt, ich kann das Bienenvolk praktisch durchblättern. Ich muss die Wabe nicht mal rausnehmen. Ich muss sie nicht mal hochheben. Ich kann die rüberschieben. Ich habe da meinen Arbeitsbereich. Sie sind total leicht loszubrechen, weil eben da der Raum ist und der Platz, wo ich die nach links oder nach rechts bewegen kann oder rausbrechen kann. Ihr müsst ihr mal überlegen, ihr habt eine volle Zanderwabe zum Beispiel, bis ihr da die erste Wabe gezogen habt, wie viele Bienen ihr da gerollt habt, wenn die voll sitzen. Ja, und bis die draußen ist, wenn die mit Propolis verkrittet ist, da habe ich bei meinem Datan-Bienenvolk ganz spitz gesagt, ist nicht ganz so eins zu eins, aber habe ich im Prinzip die Schwarmkontrolle erledigt. Ja. Und ich habe keine Bienen gerollt, habe da viel weniger Unruhe im Bienenvolk, weil dieses Bienenrollen beim Rausziehen, das bringt eine Unruhe rein. Ich zerquetsche mehr Bienen, ich habe eine höhere Gefahr, die Königin zu zerquetschen. Also das sind aus meiner Sicht wirklich Riesenvorteile, die für eine Datantbeute oder eine Großraumbeute einen ungeteilten Brutraum einfach sprechen. Jetzt ist es in Deutschland traditionell ja so, dass wir zig verschiedene Rähmchenmaße haben. Ja, bei uns hier in der Gegend ist Zander absolut überwiegend. In anderen Regionen weiß ich, ist es deutsche Normalmaß. Ich wüsste jetzt keine Region in Deutschland, wo jetzt die Großraumbeute, sprich Datant oder Zatant oder wie auch immer, das vorherrschende Beutensystem ist. Das kann ich, klar, traditionell kann man das begründen. Es hat auch alles seine Berechtigung. Es muss ja auch einen Zugang zu diesen Betriebsweisen geben. Und den gibt es halt relativ selten in diesen großen Wabenmaßen, in diesen ungeteilten Brutraum. Die meisten Imkerkurse im Imkerverein sind einfach bei uns auf Zander, auf Deutsch Normal, sprich auf diese klassischen Systeme gemünzt. Dann gibt es auf der anderen Seite natürlich wieder diese extensive Bienenkurse, wie ich es ja zum Beispiel auch mache mit den Stadtbienen, wo in Anführungszeichen eine eigene Beute, eine Bienenkiste, eine Bienenbox und Citybox und wie sie alle heißen, haben, was ja jetzt
eigentlich eine ganz, ganz andere Art zu Imkerei, zu Imkern ist. Dazwischen so diese Lücke, jetzt einen Imkerkurs auf der Tand, das findet man relativ selten. Am Anfang ist es halt auch wichtig, dass ich einen Imkerkurs habe, der gut ist für dieses Beutensystem. Und da habt ihr jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, seit ich diesen YouTube-Kanal mache, ne, ihr müsst ihr mal überlegen, das hat angefangen, ein bisschen eine Unterstützung für den Imkerkurs. Ne, mittlerweile sind es über 6000 Abonnenten von euch und ein Großteil der Videos wird von Nicht-Abonnenten gesehen. Also damit hätte ich nie gerechnet mit dieser Größe. Und es kamen so viele Fragen und Anregungen und wie machst du das und wieso ich so und so, dass wir uns jetzt einfach auch entschlossen haben, zu diesem ganzen Thema einen Imkerkurs zu machen. Die schreibe ich alle unten in die Videobeschreibung. Gibt es total verschieden. Also wie gesagt, ich habe schon gesagt, mit den Stadtbienen das extensive Imkern, weil ich halt in meinem Garten was fliegen soll. Dann gibt es einen sehr intensiven Kurs mit der Imker AG. Das ist eine Weiterbildungsgemeinschaft, will ich es mal so nennen, vom Österreichischen Erwerbsimkerbund und vom Deutschen Erwerbsimkerbund. Das ist ein sehr intensiver Kurs für Anfänger, schreibe ich auch unten rein. Und dann haben wir noch, was mich besonders freut, auch mit dem Deutschen Bienenjournal, einen Online-Kurs. Also alle, die hier gerade zuschauen, haben einfach die Möglichkeit, unabhängig von der Region, wo sie leben, von mir im besten Fall was mitzunehmen. Na, ich will nicht sagen, dass ich alles weiß, ich will auch nicht sagen, dass ich unfehlbar bin, aber wir haben einfach da eine Plattform gefunden mit dem Deutschen Bienenjournal, wo wir in die Tiefe gehen können in dieser Betriebsweise. Darüber freue ich mich. Dann haben wir natürlich für alle, wo darüber hinaus schon sind, gibt es auch noch so eine Art Profikurs, einen Aufbaukurs zusammen mit der Hochschule für Umwelt und Technik hier bei uns in Nürtingen. Wie gesagt, ich schreibe euch alle Links unten in die Videobeschreibung. Das mal hierzu. Also sind so diese Projekte für das kommende Jahr. Wenn euch meine Videos gefallen, wenn ihr Lust drauf habt auf eine Vertiefung zu dieser Betriebsweise, weil das ist ja ganz klar, so ein Video ist einfach nicht der Rahmen, um bestimmte Details oder bestimmte Sachen vollständig zu erklären und deshalb einfach auch ein bisschen, wer möchte, es muss ja keiner, hat er hier einfach jetzt im nächsten Jahr die Möglichkeit. Da muss man auch erkennen, dass es so ein ganzes Tromborium einfach ist. Ja, ich habe jetzt die Beute, dann mache ich Schiedig zum Beispiel, passe den Brutraum an im Februar. Dann hat es aber Auswirkungen auf das und das. Und das ist natürlich ein bisschen ein Riesenaufwand oder eine Riesen-Lernkurve, wo man da einfach hinlegt, wo ja auch von Region zu Region unterschiedlich ist. Da muss man ganz klar sagen, wir sind hier traditionell Waldtrachtregion, ne? Mit dem Waldhonig hat einen ganz anderen Kilopreis wie ein Rapshonig, wobei sich der Rapshonig auch momentan ein bisschen teurer wird, aber da bin ich natürlich immer darauf aus, starke Bienenvölker auch am Ende der Saison zu haben, im Juli. Ja, ich bin jetzt nicht so darauf angewiesen, dass ich Bombenvölker gleich im Frühjahr haben muss, sondern klar nehme ich den Frühjahrshonig auch mit, aber ich muss nicht alle Bienenvölker Bombe dastehen haben im Frühjahr. Will ich gar nicht, weil sonst komme ich ja in Stress bei der Schwarmkontrolle. Deshalb ist es ja so ein bisschen so ein Stufenmodell, ein bisschen und das entscheidet sich ja schon beim Einwintern, ne? Dass ich einfach ein paar schwächere Völker mitnehme, schwächere Gruppen, ich nehme stärkere Gruppen, also die stärkeren Gruppen für den Frühjahrshonig, die schwächeren Völker dann eher für den Sommer, für den Wald. Und so stellt man sich den ganzen Betrieb ein, so gleicht man die Bienenvölker im Frühjahr aus, so passt man sich die an. Und dann ist es natürlich auch so mit der Varroa-Behandlung. Wann mache ich was? Da muss man sich total reinfinden. Und da sind wir ja zum Teil relativ weit weg jetzt von dieser klassischen, ich gehe im Sommer zweimal drüber mit Ameisensäure und einmal Oxalsäure. Ja, es gibt Bienenvölker bei mir im Betrieb, die sehen keine Ameisensäure. Ja, es sehen auch Bienenvölker bei mir im Dezember keine Oxalsäure. Also manche teilweise. Ja. Das sind einfach verschiedene Aspekte. Weil ich damit ja auch wiederum einen Einfluss nehme auf die Volksstärke, auf die Volksentwicklung. Und
Klar, es ist auch letztendlich auch eine Abwägung von Arbeitszeit. Wenn du kannst nicht unendlich viele Bienenvölker gleichzeitig im Sommer mit Ameisensäurebehandlung machen. Du willst es vielleicht auch nicht, weil es Bienenschäden gibt. Ne? Du kannst aber auch nicht unendlich viele Bienenvölker im Sommer mit Brutentnahme machen. Das ist eine riesen Materialschlacht. Und so muss man da einfach ein bisschen seinen Weg finden. Und deshalb sage ich auch immer, wenn mich Leute fragen, Imkern im Hobbybereich, das lernst du relativ schnell. Ja. Imkern im Erwerbsbereich, da brauchst du viel Erfahrung, da brauchst du gutes Wissen, eine gute Ausbildung vielleicht. Also man kann Wissen auch woanders herbekommen. Aber das ist eigentlich eine ganz andere Hausnummer schon. Ja. Weil mit Bienen Geld, also erwerbsmäßig Geld zu verdienen, kann super gut laufen. Ich habe gemerkt, ich muss kurz überlegen, kann super gut laufen. Es gibt aber auch unheimlich viele, wo daran scheitern. Einfach, weil sie vielleicht zu schnell wachsen und das Wissen eben nicht mitwächst. Und da muss man sich einfach wirklich super reinfinden und jeder muss da seinen Weg finden. Jetzt kommen hier Kinder, jetzt wird es laut, jetzt müssen wir mal ein bisschen weiter weggehen. Ja, und dass da einfach möglichst viele Zugang haben. Ne? Ich habe ja gesehen, viele wollen das, viele faszinieren sich davon. Auf der anderen Seite haben wir halt wirklich so einen Rückgang von diesen mittelgroßen Imkern. Da bin ich da gerne bereit, auch mein Wissen zu teilen, weil mir macht es Spaß. Oder ich hätte mir das vor ein paar Jahren auch nicht vorstellen können, dass ich das mache. Aber durch diese positive Rückmeldung von euch auf dem YouTube-Kanal und so, das hat mich einfach motiviert, da jetzt Ja zu sagen. Und ja, wie gesagt, hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, ob ich irgendwie da was mache, hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Ja, auf jeden Fall ist es so, das ist ein großes Projekt, was da einfach im Sommer kommt, dass wir da verschiedene Bildungsangebote mit verschiedenen Partnern auch machen. Also das freut mich, dass man da wirklich zusammen mit ein paar verschiedene Angebote hat. Ja, und ich freue mich und ja, dann wünsche ich euch alles Gute und das soll es für dieses Video mal gewesen sein. Ja, wünsche ich euch alles Gute, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und eine gute Überwinterung und dann bis zum nächsten Jahr. Schreibt mir gerne alles, was ihr noch wollt, in die Kommentare. Ich werde sie sicherlich lesen. Ist ja zum Glück so, dass ich noch alle beantworten kann oder die meisten. Zumindest wenn mir was dazu einfällt. Und ja, bis dann.